Dankeschön, dass ich hier schlafen durfte. Tschüss, vielleicht sehen wir uns ja demnächst. So. Herzlich willkommen zur ersten Folge hier von Felddorf. Ich war hier gerade bei meinen Freunden übernachten, denn ich habe hier einen Hof ersteigert. Da fahren wir jetzt mal ganz fix hin, obwohl ich noch gar nicht genau weiß, wo der ist. Auch sehr gut. Naja, mal gucken, ob wir den finden. So, vielleicht finden wir ja auch jemanden, der weiß, wo der ist. Gucken. So. Mal gucken. Da vorne sieht es aus wie so ein Maschinenhändlergelände. Oh, da ist jemand. Das könnte ein Bauer sein. Den kann ich ja mal fragen. Okay, dann drehe ich hier mal eben um und fahre den mal eben hinterher. So, zack. Dann fährt er. So, ups. Das war knapp, hätte ich fast diesen Mann hier umgefahren. Naja, so. Ich hoffe, ich finde ihn jetzt noch, weil jetzt gerade sehe ich ihn nicht mehr. Ah, hier auf der Tankstelle. Halte ich hier mal eben an. So, fahren wir. Hallo? Ah, hallo. Ich bin Tobi. Wer sind Sie? Ich bin Jojo. Okay. Dann wollen wir direkt die sagen. Okay, ich habe hier einen Hof in der Nähe ersteigert. Weißt du zufällig, wo der ist? Es gibt ja einen Hof, der schon sehr lange verlassen ist. Und das kann mir, ich kann mir gut vorstellen, dass der versteigert wurde. Also, ich denke schon, dass ich weiß, welchen Hof du meinst. Ja, okay. Dann würde ich sagen, Tag mal zu Ende und dann können wir ja da gleich zu Laguna fahren. Ja, eigentlich schon. Okay, super. Du musst nur noch eben bezahlen. Jo, mach das. So. Das ist ja cool, dass der weiß, wo das ist. Zack. So, fahren wir den gleich mal hinterher. Aber auch einen schicken Traktor hat der. Ich glaube, ein Mercedes-Benz-Traktor war das. Ich habe ja auch einen Mercedes-Benz, aber einen Sprinter. So. Okay, links. Fahren wir den mal hinterher. Mal gucken, ob das der Hof ist, den er meint. Aber ich denke mal, weil so viele Bauernhöfe wird es hier in der Gegend wohl nicht geben. Ja. Ich mag diesen Mercedes-Benz-Sprinter aber auch so sehr. Ich finde auch, ich habe den cool lackiert in diesem dunklen Blau. Also, ja. Das hier scheint irgendwie ein Maschinenhändler zu sein. Da stehen auch schon so viele Maschinen. So, dann hier anscheinend einmal rechts rum. Zack, einmal links gucken, rechts gucken, fahren. Zack. Wie hieß der Ort hier gerade? Ich habe es nicht genau gesehen. So. Mal gucken, wie groß der Hof auch ist. Ich habe hinten in meinem Frachtraum ein Fahrrad mit drin, mit Anhänger und halt so ein bisschen Krimskrams, was man gebrauchen könnte. Deshalb. Rechts rein. Ist da vorne eine kleine Ortschaft? Ich glaube schon. Auch gleich da. Ich habe diesen Hof auf einer Versteigerung ersteigert. Ah, dieser Ort hieß, glaube ich, gerade Hof Bergmann.
davon ist das anscheinend. Okay, der hält hier gerade an. Hält er einfach mal das an. Ich denke mal, das ist hier dann. Ist das hier? Ist das der Hof? Ja, hier ist das. Ich weiß nicht, ob sie, ob du einen Schlüssel hast. Doch, warte mal, ich guck mal eben. Ja doch, Haus Nummer 12, das ist es. Okay. Ja, Schlüssel habe ich im Auto liegen. Warte mal, ich hole den eben. Ich kann dir sonst gleich mal noch eben zeigen, wo mein Hof ist, falls du irgendwie nochmal eine Frage hast oder so. Ja, können wir gerne machen. Willst du eben auf meinem Hof umdrehen? Ja, das wäre sinnvoll. Okay. So, machen wir das Tor auf. Hier machen wir jetzt hin. So. Aber sieht schön aus hier, der Hof. Ein bisschen älter. Ich drehe dann eben auch gleich mit um. Zack. So. So. Das hier ist mein zukünftiger Hof. Ich habe mir sowas schon immer gewünscht, einen eigenen Bauernhof. Ich habe früher mal bei einem Freund auf dem Bauernhof mitgeholfen. Aber einen eigenen zu haben, das war schon immer mein Traum. So, ich denke, das Tor kann ich jetzt auch eben offen lassen. Wir werden da, denke ich mal, nicht so lange fahren. So. Ich denke, den Hof gucken wir uns gleich einfach auch noch an. Bin nämlich gespannt, ob hier Maschinen stehen und wenn ja, wie groß und was für welche. Mit Traktormarken kenne ich mich auch so halbwegs gut aus. So. Hier kamen wir eben von links. So. Oh jo, auch ein lustiger Name. Drauf hat. Ui, kleiner Holperweg. Ah, hier ist das. Ja, sieht aber auch schon aus. Boah, der hat aber schon viele Maschinen. Ich fahre ihm noch mal ein Stück hinterher, mal gucken, wo er hinfährt. Okay, ist das nicht irgend so ein Silage-Silo oder so? Ich fahre mal eben hier durch. Kann ich hier auch gleich umdrehen. So. So. Das ist dein Hof? Ja, das ist mein Hof. Ja, sieht auch schön aus. Oh, sogar eine Biogasanlage. Ja, die ist noch relativ neu. Ja. Wurde noch nicht befüllt, weil seitdem ich die habe, gab es noch keine neue Ernte. Ja, aber sieht schön aus hier. Ja, dann melde ich mich, falls ich irgendwie Fragen oder sowas habe. Ja, mach das. Ja, dann frohes Schaffen, schönen Tag. Wir sehen uns. Ja, wir sehen uns bestimmt nochmal. Tschüss. Tschüss. Ich hier mal eben um. Sogar ein Maishäcksler hier. Das ist schon krass. Na gut, was soll er auch mit einer Biogasanlage ohne Maishäcksler? So, dann fahren wir jetzt mal zu meinem Hof und dann werde ich erstmal
Ich überlege gerade, ob ich erst meine Sachen aufpacke, eben hinten aus dem Kofferraum, oder ob ich direkt den Hof angucke. Aber ich denke, ich werde erst mal den Hof anschauen. So. Hier gleich links. Hier. So. Hier links rein. So. Gucke ich gleich mal eben, wie dieser Ort hier hieß. Ich glaube, der Ort hier hieß so Bergmann, oder? Ja, auch Bergmann. Auch ein lustiger Ortsname. So. Dann sind wir jetzt auch wieder da. Ja. Zack. So. Transporter packe ich hier einfach eben. So. Zack. So. Aber ich finde den schon so cool in diesem Blau. So, womit fangen wir an? Ich gucke einfach erstmal hier ins Wohnhaus rein. Oh, ich habe ja sogar Hühner. Ob der Jojo die gefüttert hat? Oh, das sieht aber schön aus hier. Das ist anscheinend meine Küche mit meinem Esstisch. Hier ist dann noch ein Schreibtisch. Hier kann man dann auch nach vorne rausgehen. Aber sehr schön alles. Cool. So. Hier einmal die Tür wieder zu. Die Garage gucke ich jetzt nicht rein, das mache ich später. So. Das sieht aus hier wie ein Pferdestall irgendwie. Mit diesen Türen. Kann man die unten auch aufmachen? Braucht man vielleicht noch einen Schlüssel für. Gut, hier ist ein Tor, hier kann man bestimmt rein. Ich? Oh, geschlossen. Ja, aber das, was man so sieht, sieht doch schön aus. Ich muss mal gucken. Aber jetzt gucke ich mal hier rein, was hier drin steht. Oh, zwei Traktoren. Cool. Ist das Steyr? Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Oh, aber sehr schön. Ja, cool. Was ist das für eine? Ein Ursus. Okay. Kenne ich auch noch nicht die Marke. Ja, sieht auch cool aus. So, dann machen wir hier mal eben dazu. Zack. Hier steht so ein Aufsammelwagen. Ich glaube, für Heu und so ist der, oder? Ah, hier kann man noch hochgehen. Vielleicht ist das irgendwie ein Heulager oder so hier oben. Ja, ich denke mal, das kann man irgendwie Heu lagern. Kann man das hier auch noch machen? Ah, das wäre cool. Ist das hier eine Lichtschalter? Machen wir hier mal wieder zu und gehen mal runter. Was ist das hier? Okay. Muss ich später nochmal rausfinden, was das ist. So, was ist das? Auch wieder ein Stall. Könnte irgendwie ein Schweinestall sein. So. Ja, ich denke mal, das ist ein Schweinestall. Das hier ist, glaube ich, so ein Getreidevideo, denke ich mal. Hier köpft man es dann ab und dann kann man sich das von diesem Rohr hier über mir wiederholen. So, hier ist auch nochmal ein Tor. Ach so. Ich glaube, da hinten ist die Straße, von der wir kamen. So, da auch mal dazu. Hier sind noch Ballen, Strohballen. Okay. Falls ich mal welche brauche. Oh, ein Koba.
ist doch ein grauer Lock. Dann, das hier ist glaube ich so eine Feldspritze, wenn ich mich nicht irre. Mit der man so Pflanzenschutzmittel spritzt. Dann, glaube ich, ein kleiner Flug. Und was war das denn nochmal? Ist das ein Schwader? Nee. Ich glaube, das ist so ein Wender oder so. Ah, hier stehen so Transportwagen, die man so mit Menschen, also die ich selbst schieben kann. Einer so für Transport. Und hier anscheinend irgendwie für Wasser oder so. Auch cool. So, und hier kann man dann auch mit dem Traktor durch die großen Tore reinfahren. So, sehr schön. Dann gehen wir mal raus und gucken. So. Das hier ist das. Was ist das hier? Oh. Das ist glaube ich so ein Wasser- oder Milchfass. Dann könnte das hier ein Kuhstall sein, auch mit diesen Automaten. Ich denke mal, es sind Milchautomaten. Laufen wir hier mal eben schnell durch. Hinter ist auch schon mal noch was. Was ist das hier? Oh, Boxen für kleine Kühe, glaube ich. Und hier sind auch noch mal kleine Strohballen, die man dann wahrscheinlich hier reintun kann. Auch sehr schön. So, was ist das hier? Was steht da? Käserei oder so? Oh, hier kann man bestimmt mit Milch verarbeiten. Die Frage ist nur zu was. Was ist das hier? Kann ich das einfach anschalten? Nö. Vielleicht ist der Strom für dieses Haus noch abgeschaltet. So, was ist das? Ist der so lackiert oder ist der einfach dreckig? Aber aus wie so ein Aufsitzrasenmäher. Mit so einem Anhänger. Dann ist hier noch ein Kipper und was ist das? Das weiß ich nicht, was das sein soll. Das muss ich nochmal Jojo fragen, was das ist. Was ist das hier? Das könnte eine Walze sein. Ich glaube, da laufe ich gleich rum. Dann mache ich immer hier das Tor wieder zu. Und laufen mal eben wieder zurück. Die Halle gucke ich auch später rein. So, gucke ich erstmal hier rein. Da ist es auch noch der Kuhstall. Nee, was ist das denn? Ist das ein Düngerstreu? Könnte ein Düngerstreu sein. Oh, hallo. Ich gucke mir gerade so meinen Hof mal an. Ja, hast du schon irgendwo vielleicht Stroh gefunden? Stroh? Ich glaube, ja. Ich hatte da drüben ein Ballenlager neben dem Silo. Warte mal, komm mal eben mit. Also ich glaube, das sind doch Strohballen hier, oder? Brauchst du was? Ja, ich habe nämlich nebenan, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, da ist ein Schafstall und das ist meiner und ich habe im Moment kein Stroh. Okay, habe ich noch nicht gesehen. Gucke ich mir vielleicht später mal an. Ja, wie viel brauchst du so? Ja, ich brauch's nicht. Ich brauch's nicht etwas. Wie viel brauchst du? Ich denke, 2-3 Ballen reichen erstmal. Oh, kannst du dir ruhig nehmen. Ich habe schon gesehen, ist das hier ein Schweinestall? Dieser hier? Ich glaube schon, oder? Sieht so aus. Ich weiß es jetzt auch nicht genau, es ist ja nicht mein Hof, aber ja. Von den her ja. Und ich hatte noch eine Frage hinten. Komm mal eben mit. Wo hinten? Hinterm Kuhstall, wir können hier eben durchlaufen. Hinterm Kuhstall steht was ich nicht weiß, was das ist. Oh, hier steht ja sogar noch länger. Ja. Was ist die Frage?
Gott. Was ist das? Dieses Gelbe. Das ist ein Steinsammler. Ach so, also wenn man geflügt hat danach, oder wie? Ja, meistens entstehen beim Flügen Steine, aber es kann auch sein, dass, also beim Flügen kommen die halt meistens mit hoch. Ja, okay, das ergibt Sinn, dass man die dann aufsammelt. Okay. Aber manchmal so schlimm, wenn man so viele sind. Ja. Ja, dann, wenn du das Stroh brauchst, dann nimm dir ruhig 2-3 Ballen, ja. Ja. Und falls ich nochmal Fragen habe, melde ich mich einfach. Ja, ich fahre dann erstmal zurück. Ja, mach das. Tschüss. Hier steht noch ein Frontlader für den Traktor. Gucken wir solche Hochregale. Ich glaube, die kann man hoch und runter fahren. Hier ist noch ein Ballenspieß, ist das, glaube ich. Und eine Schaufel. Ich glaube, man kann die hoch und runter. Ja, cool, man kann die hoch und runter fahren. Das wäre praktisch. So, dann schaue ich hier nochmal rein. Oh, was ist das? Ist das ein Farmtech? Könnte ein Miststreuer oder so sein. Dann habe ich hier, glaube ich, noch eine Werkstatt. Okay. Zack. Zu. Okay. Dahinter gucke ich später. Dann bleibt jetzt, glaube ich, eigentlich nur noch diese eine Halle erstmal. Da gucke ich jetzt noch mal eben rein und danach würde ich sagen, war es das auch mit der ersten Folge. Ich gucke hier mal eben rein. Oh, Mähdrescher, blau. Der ist ja lustig. Damit schneid weg. Das ist, glaube ich, so ein Mähwerk zum Wiesemähen. Ja. Aber das ist ja cool, dass ich hier auch schon einen Mähdrescher auf dem Hof habe. Ist jetzt nicht der neueste und nicht der größte, aber immerhin etwas. So, dann würde ich sagen, war's das mit dieser ersten Folge hier von Felddorf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich werde hier nochmal ein bisschen da hinten hinterm Kuhstall da gucken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal. Und tschüssi!